Jetzt auf der ersten Etage hier von einer der ältesten Ölmühlen, die es hier in Caimari gibt. Das ist Satofana di Caimari. Und das sind noch einige alte Gerätschaften, die ihr hier im Museumsbereich auf der ersten Etage seht, wo die Oliven gewaschen und sortiert werden. Hier ist das Sortieren mit bei, dass die Blätter von darunter kommen. Hier vorne wird nochmal durchgeschüttelt. Also das ist, wie gesagt, so ein kleiner Einblick, wie das vor 100 Jahren hier gewesen ist oder auch vor 200 Jahren. Wir wissen es nicht genau. Wir zeigen euch jetzt gleich auch nochmal unten den alten Herstellungsprozess. So, wir sind jetzt in den alten Maschinenräumen hier von der alten Ölmühle und ihr seht das noch, das sind alles Dinge hier von der Jahrhundertwende her, die theoretisch und praktisch natürlich alle noch funktionieren können. Und der Antrieb erfolgt hier noch über die alten Transmissionsriemen. Ihr seht hier die zwei großen zylindrischen Steinmahlwerke, wo die Oliven dann gepresst werden. Die laufen immer wieder weiter darüber, inklusive den Kernen, das ist dann mit dabei. An der Seite läuft der Saft weg und der wird dann aufgefangen. Das sind dann hier teilweise auch die Zentrifugen, wo das Öl dann sauber gemacht wird. Und hier gibt es natürlich dann heute auch den kleinen Stand für das Öl mitzunehmen. Und das, was ihr hier seht, das ist also jetzt frische Pressung und die ist noch naturtrüb, aber schon frisch gepresst. So, jetzt machen wir hier mal ein ganz klein bisschen Schluss. Muchas gracias, Signora. Ihr seht jetzt hier, wie die Oliven geerntet werden. Das sind heute von der Technik her die neuen Maschinen mit so ein paar Fäden vorne dran, die den Baum abschütteln. Unten drunter liegen die Netze und dann wird von da aus eingesammelt. Und nachher natürlich sortiert, die Blätter und die Stielchen sind weg. Also es geht heute schon sehr professionell zu. Ich sage, muchas gracias para el trabajo. Gracias. So, wir sind jetzt auf dem Betriebshof von der Firma Satofana, einer der größten Ölanbieter hier. Und hier werden die Kisten angeliefert, wo dann die Oliven drin sind, in unterschiedlicher Qualitätsstufe auch noch, kommen dann hier über das Laufwerk, über die Laufbänder, hier vorne in diese entsprechenden Trichter mit rein und dann geht es von da aus in die Produktion. Hier wird sortiert, hier fallen die Blätter entsprechend mit raus, sodass nachher nur noch die reinen Oliven übrig werden und bleiben. Die werden dann hier über die Zentrifuge zu Saft gepresst. Das geht heute natürlich alles elektrisch und sehr, sehr hochwertig und maschinell. Und hier seht ihr, wo der gepresste Olivensaft dann rauskommt. Der ist ungefiltert von den Farbstoffen her und hat natürlich eine natürliche Trübung. Ihr seht das jetzt in den zwei unterschiedlichen Becken. Von da aus wird aufgefangen in den größeren Bereich und wird dann über die Maschinen hier alles vollhygienisch abgefüllt und kommt dann hier in diese 5-Liter-Kanister. Und damit habt ihr jetzt den Produktionsablauf gesehen, wie es hier geht. Wir sagen vielen Dank. So, und auf der Olivenmesse gibt es hier natürlich auch eine Vielzahl von eingelegten Oliven, von Paprikasachen, Chilis von Kapern. Das sind die großen Kaper mit dem Stielchen mit dran, eingelegter Knoblauch, natürlich auch Gürkchen mit dazu. Alles in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Die Auswahl ist hier unerschöpflich und grandios. Und das ist einer der Marktstände, die natürlich auf diesen Fieras und auf den Fiestas sich hier auch präsentieren. Und ja, toller Service, tolle Auswahl. Hier gibt es, Monika, das sind glaube ich Artischocken hinten, kann das sein? Ja. Ja, gefüllt. Also auch das wird eingelegt. Ein bisschen. Nein, das sind die Blüten von. Die Blüten von? Von dem. Ach, frag mal. Ja, Signora, pardone. Este? Hier ist esto. Aubergine. Ah, Aubergine. Also, sorry. Das sind die Blüten von den Auberginen. Und hier wird, wie gesagt, zügig weitergekauft. Ihr seht den Unterschied. Es gibt so viele unterschiedliche Olivensorten. Klein und groß, grün, grüne, dicke, dunkelgrüne. Ach, gefüllt.
Es ist einfach nur toll und sehr lecker. Und damit sage ich hier von der Olivenmesse mit dem Olivenstand mal Tschüss.